Welcome to the month of God is able. Willkommen in dem Monat, wo Gott fähig ist. This month of October. Diesen Monat Oktober. We are dealing on the subject. Haben wir das Thema? God is able. Gott ist fähig. Ephesians chapter 3. Epheser 3. Verse 20. Vers 20. Says that God is able. Da steht, dass Gott fähig ist. To do exceedingly. Zu tun im Übermaß. Abundantly. Über allem. Above anything we can think or ask of. Was wir uns erdenken oder erbitten könnten. Therefore this month. Und deshalb diesen Monat we are excited sind wir begeistert about all the great things über alle großen Dinge, God has in stock for us, die Gott für uns vorbereitet hat. As he prepare us wie er uns vorbereitet into our coming great month ahead of us, which is the month of the Hour of Encounter Conference. Für den großartigen Monat, den er vor uns gelegt hat, den November, wo unsere Zeit der Begegnung-Konferenz stattfindet. You don't want to miss this preparation. Diese Vorbereitungszeit möchtest du auf keinen Fall verpassen. So join us. Also sei dabei. Every Sunday. Jeden Sonntag. At 9:30 a.m. Um 9:30 Uhr morgens. And every Friday. Und jeder Freitag. At 7 p.m. Um 19 Uhr. We will be experiencing. Da werden wir erfahren heavenly touch eine himmlische Berührung on 11th am 11. and 25th of this month und 25. in diesem Monat we are having our discipleship training again haben wir unser Jüngerschaftstraining is open for anyone das ist offen für jeden that is thirsty der durstig ist and hungry for und more. Hungrig für mehr. Come, let's study the word of God. Also komm und lass uns das Wort Gottes studieren. And let's go deeper. Und lass uns tiefer eintauchen. As disciples of Jesus Christ. Als Jünger von Jesus Christus. From the 13th vom 13. to the 15th bis 15. Is our school of ministry. Ist unsere Schule des Dienstes. We are dealing on the subject. Wir haben das Thema spiritual gift. Geistesgaben. And the 13th and 15th is open for everybody. Und der 13. und 15. das ist offen für jeden. So you are welcome also bist du willkommen to come zu kommen and be blessed. Und gesegnet zu werden. It's a special weekend es ist ein spezielles Wochenende, that we are trusting God wo wir Gott vertrauen, to lift us the spirit of his people. Dass er den Geist seines Volkes erhebt and empower us with the spiritual gifts. Und uns Geistesgaben eingibt. On the 15th am 15. of this month von diesem Monat is our special chosen generation service. Ist unser spezieller Chosen Generation Gottesdienst. We want to encourage you wir möchten dich ermutigen, to come and join us zu kommen und dabei zu sein. At 2 p.m. um 14 Uhr we are raising da lassen wir Leute aufkommen. Generation eine Generation, that are thinking outside the box, die außerhalb der Box denkt and dreaming big und groß träumt. And I'm telling you, und ich sage dir, all the things alle die Dinge, that you'll be hearing, die du hören wirst seeing that day, und sehen wirst an dem Tag, be a blessing. Das wird ein Segen sein. Our food party, unsere Food Party is gonna be on the 22nd, wird am 22. stattfinden. And you're gonna be blessed, und du wirst gesegnet sein. Mightily. Mächtig. And the last Sunday of this month, der letzte Sonntag in diesem Monat on the 29th, am 29. We want you to join us, da möchten wir, dass du dabei bist in our special prophetic Sunday, an unserem prophetischen Sonntag. Activation Gift Sunday. Wir werden da unsere Gaben aktivieren. That day, an diesem Tag. A lot of people, viele Menschen will see what God has deposited in them, werden sehen, was Gott in sie gelegt and hat. We will pick it up, und wir werden das nehmen prophetically, prophetisch and help them to usher into that gift. Und ihnen helfen, in diese Gabe hineinzutreten. Come. Come, because God will be putting gift in your hand. Denn Gott möchte dir Gaben in die Hand legen. And in your life. Und in dein Leben. Don't forget. Vergiss nicht. It's our month. Es ist unser Monat. Of God is able. Wo Gott fähig ist. He is able to do exceedingly. Er ist fähig im Übermaß zu tun. Abundantly. Über allem. Above anything we can think or ask for. Was wir denken oder uns erbitten könnten. We look forward to seeing you. Wir freuen uns dich da zu sehen. And we want you to know. Und wir möchten, dass du weißt. We love you. Wir lieben dich. We love you. Wir lieben dich. We love you. Wir lieben dich. Shalom. Shalom.